So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und wir machen genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, denn ich war irgendwie hier gerade zu Gange in diesem Observation Room A. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich überall hin will. Ich will alles auf einmal sehen. Das ist total spannend. Also ich bin hier in so einer Kinderstation oder sowas in der Art. Ich kann es jetzt nicht genau in Worte fassen. Und auf jeden Fall ging es hier ganz schön ab. Wie man sieht. Der blanke Arsch beweist das. So, und... What the fuck? Also auf jeden Fall... das kenne ich auch. Dieses Geräusch. Das kenne ich bereits. Auf jeden Fall wollte ich mir das alles nochmal so ein bisschen genauer angucken hier. Ich finde es halt so gruselig. Und deswegen wollte ich jetzt einmal schauen, ja, was es hier so hat. Huch. Ich bin voll der Zerstörer in dieser Episode. Ich habe letztes Mal schon aus Versehen einen Beamer umgeworfen und To-Do-Liste aktualisiert. What? Irgendwas habe ich entweder erkundet, scheint ja so. Oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier und untersuche quasi diese Kinderstation, finde aber vor allem Stoff. Dabei bräuchte ich ganz dringend vor allem eine Uhr. Denn mit einer Uhr könnte ich mir noch ein paar Bomben bauen und ich glaube, Bomben werde ich hier brauchen, weil das hier scheint mir die Ruhe vor dem Sturm zu sein. Ja. Apropos Ruhe vor dem Sturm. Fuck, echt. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe ein paar Leuchtfackeln. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, womit ich anfangen soll. Mit den Pfeilen, glaube ich, komme ich nicht weit. Und, ich glaube, ich fange mal mit Molly an. Das müssen wir uns mal angucken. Was hier so alles geht und was nicht. Ich mache auf jeden Fall mal einen Flitzerle. Lass mich in Ruhe. Kommt er hier auch rein? Ah, natürlich kommt er hier rein. Was für eine Scheiße. Aber hier kommt er nicht rein. Dann Pech. Bitte, 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 bitte sei einfach kaputt. Ah, verdammt, noch eins. Immer noch nicht Schrott. Nochmal mit der Armbrust. Mal sehen, ob man mit der vielleicht auch irgendwie einen Preis gewinnen kann. Oder auch nicht. Er packt sich da hinten wirklich fest. So, kommst du hier? Ja, da hier. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, dich zu sehen. So. Ja, ich jag jetzt einfach mal alles in den rein, was ich so habe. Ich will nicht unbedingt gerade das Dynamit aufgeben. Diese eine Bombe, die ich gebaut habe. Aber ich habe jetzt auch keine Munition mehr, so wie mir scheint.
Ich bin echt sowas von am Sack. Klar, jetzt könnte ich mir noch so ein paar Mollys bauen. Das wäre vielleicht auch noch eine Variante. Immerhin bleibt er ja an der Tür stehen. Das ist ja schon mal sehr freundlich. Und hilfreich zugleich. Man keine Medikamente, ne? Die habe ich oben gefunden. Natürlich. Da wo ich jetzt auch wahrscheinlich auch nicht mehr hochkomme. Jetzt fall halt endlich um. Das ist doch abnormal. Jetzt, Stunden später. So, ich muss erstmal alle Pfeile wieder einsammeln und alles, was sonst noch so war. Dann hätte ich gerne. Gib mir deine Haut, Kleines. So. Und dann, was ist hier noch? Ah, nochmal. Armbrustbolzen. So, habe ich jetzt alles? Ja. Ich habe ihn mit Haarlack gekillt. So. Ja gut. Damit ist der schon mal aus dem Weg. Observation Room D. So, liegt hier irgendwas rum, was man brauchen könnte? Nein. Und hier so? Sieht genauso aus wie der andere Raum. Ist aber Room E. Hat es hier irgendwas? Nein. Und hier? Oh mein Gott, die stapeln sich ja hier regelrecht. Pfui. Was ist das? Ach, ein Schiff. So, hier hat es ein bisschen Stoff, das sehe ich schon. Ich höre schon wieder Geräusche. Das ist eine Nase. Shit. Komm ich hier rein? Nö. Da liegen auch die Babys auf diesem Wagen. Das ist ja wirklich brutal. Aber hier, das kann ich endlich mal wieder nehmen. Was ist das? Property of Megan. Hier liegt hier nicht vielleicht einfach so ein bisschen Dynamit rum. Nein. Ich würde mich ja über nichts wundern. Und ich wäre sogar hoch erfreut. Ich höre Musik. Jetzt nochmal ein Bild. Bei Megan Cross. Ich muss ja langsam was essen. Das merke ich auch gerade. Bei Megan Cross. Subject 37b. Kann man hier mal das Licht ausmachen? Geht das? Das wäre ja zu schön gewesen. Subject 37b. Progress through Discovery. Aha, also wurde das Ding erschaffen? Verstehe ich das jetzt hier gerade richtig oder bin ich jetzt hier völlig Orientation Slideshow? Ah, hier geht es um lebensverlängernde Medizin. Was? Develops multiple sexual organs. Ja, ja, das haben wir gesehen. Oh ja, hier. Multiple limbs might be sibling anomaly. Die haben da irgendwie an lebensverlängernden Maßnahmen geforscht. So. So scheint mir im ersten Moment. Da komme ich gar nicht raus, ne? Hier. Da ist zu. Sahara. Oh Gott, bin ich da unten? You are here. Verdammt, noch eins. Ehrlich jetzt? Ich würde gern wieder. Also eigentlich würde ich gern nach Hause. Trinken. Trinken ist gut. So. Oh, da liegt was für mich.
Das ist die Skizze von diesem Apparat, der das Leben eigentlich verlängern soll. Das ging ja mal ordentlich in die Hose, würde ich sagen, wenn das hier wirklich so ist, wie ich mir das gerade zusammenreime. Falls ihr da bessere Informationen habt, würde mich das wahnsinnig interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt reizen zu wissen, was hier ist. Aber so wie ich das verstehe, Station, lebensverlängernde Maßnahmen, die Firma hat dann irgendwas entwickelt und es ist einfach schief gegangen. Ne? Und deswegen sind wir alle hier. Halt nur blöd, dass wir hier abgestürzt sind. Aber wer weiß, womöglich ist auch das kein Zufall. So, das hier ist jetzt dieser Raum, wo ich schon drin war. Hier mal nochmal einen Raum, in den ich nicht reinkomme, aber hier komme ich doch rein. Da ist wieder der Apparat, also die Skizze des Apparats. Hier wurde ordentlich geforscht, so wie man sieht. Da ist irgendwas, also Medizin ohne Ende und Whiteboards und Kisten und Pflanzen, die man auch nicht kaputt machen kann. Hier chemische Formeln. Oh, hier kann man sich nochmal hinsetzen. Mache ich jetzt auch gerade mal prompt. Lalalala. Wunderschön. So. Und sonst so. Aha, da hinten haben wir einen freundlichen Gesellen. Mhm. Wie bin ich denn dafür vorbereitet? Eigentlich überhaupt gar nicht. Das Einzige, was ich gerade anbieten könnte, wäre tatsächlich wieder ein paar vergiftete Pfeile. Nicht vergiftete. Oh, apropos vergiftete Pfeile, könnte ich mir auch machen. So, einen mache ich noch. Ups. So. Ja, vergiftete Pfeile. Das wäre auch noch eine Option. Moment mal, die hier. Schneebären. Schneebären. Wie muss ich die machen? Ah, ich brauche 4 Beeren. Hätte ich mal bloß mal mitgenommen. Gut, damit habe ich so ein bisschen was gemacht. Kann ich sonst noch was machen? Mit Knochen vielleicht? Irgendwie gab es da nicht was mit Knochen und Pfeilen? Nein. Vergiftet und aufreizend. Ja, okay. Gut, ja, dann würde ich doch mal vorschlagen. Genau. Jetzt hätte ich bloß gern andere Pfeile. Genau. Und ich würde gern vielleicht endlich mal den Taucheranzug ablegen. Das ist nämlich irgendwie albern. So, hier haben wir auch irgendwas wieder zum Einsammeln. Geht's um die Keycard? Da geht's um die Keycard. Nach dem Motto, hier, ihre Beschäftigung bei Sahara ist jetzt zu Ende. Bitte lassen Sie Ihre Keykarte bei der Security, wenn Sie rausgehen. Nancy Helen. Hi, Matt. Ich weiß jetzt nicht, ob Matt womöglich der ist mit der Yacht. So, aber sei es drum. Ich muss auf jeden Fall den da ausschalten. Und danach sollte ich mich langsam mal wieder um was zum Essen kümmern. Kommt der rein? Oh, echt jetzt? Er kommt nicht rein. Mit anderen Worten, ich kann den so ausschalten. Falls er jetzt nicht wieder tausende von Pfeilen erträgt. Er erträgt aber auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Mehr als mir lieb ist. So, warte mal kurz. Die Sprinkleranlage funktioniert wirklich sehr zuverlässig hier drin. Ich wünschte, alles andere hätte so zuverlässig funktioniert wie die. 4 Pfeile. Oh, das ist jetzt hier der 4. Hm.
Okay. Alles klar, hab schon verstanden. Komm mal her, du. Da muss es eben so laufen. Hier, du willst es ja nicht anders. Müde irgendwann mal, ne? Also, ich finde es ein bisschen komisch, muss ich zugeben, wie sehr die... Ich brauche was zum Essen. Ich brauche was zum Essen. Wie sehr die einstecken können, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber ich erhole mich hier einfach mal auf der Bank. Einfach kurz mal Pause machen zwischendrin, bevor man einfach so weiter massakriert. Eben habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ein paar Zähne drauf. Ich mache das Ganze mal noch so ein bisschen. Oh nee, eigentlich ist das alles gut so, wie es ist. Man sieht bloß die Zähne nicht mehr, die ich schon drauf geknallt habe. Wo ist jetzt der Hansel? Da ist der Hansel. Komm mal her, du. Ja. U-A-N-U-A. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Ende hier. Hoffentlich geht es gut. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert, Leute. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Machen wir mal noch einen Versuch. Ich erhole mich erstmal. Und dann, Trick 17, machen wir das Ding noch an. Okay, jetzt habe ich ihn hier drin. Das ist gar nicht geil. Fühlt ihr mich nämlich ehrlicherweise halbwegs sicher hier? Aber, da gehe ich halt raus. Okay, vielleicht ist der auch, kann man den gar nicht erledigen. Das wäre natürlich auch eine denkbare Alternative. Dass der hier das Ding bewacht und ich krieg den nicht klein, egal ob ich will oder nicht. Wäre aber ganz schön schräg. Ich kann auch nichts mehr. Den Stock kann ich zumindest mal nicht mehr verbessern. Oh, hier liegt wieder was. Wieder ein Bild. Bei Megan Cross. Komme ich jetzt hier drüben eigentlich irgendwie rein? Nein. Uiuiui. Zum Glück kommt der jetzt gerade nicht raus. So, da komme ich nicht rein. Also gehe ich einfach mal ein Stückchen weiter. Da drüben haben wir jetzt wieder kleine Babys am Boden. So, eins weniger. Eins weniger. Puh. Ich erschrecke jedes Mal. So, sind wir dann durch hier. Das wäre höchst erfreulich. Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Abschlussbild. In diesem Sinne würde ich nämlich hier einen Cut machen und freue mich dann einfach auf das nächste Mal. Ich höre schon wieder, dass ich nicht alleine bin hier. Aber gut. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.